Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Abendgottesdienst in der Heilandskirche am Samstagabend. Heute haben wir die besondere Ehre, dass Frau Dr. Ute Fink-Krämer bei uns eine Gastpredigt hält. Frau Dr. Fink-Krämer ist Friedensaktivistin, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages und promovierte Mathematikerin, und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und zu uns reden. Ich möchte auch begrüßen Uwe Steinmetz und Lauren Steinmetz, die bei uns im Gottesdienst Musik spielen und uns musikalisch begleiten. Herzlich willkommen in der Nachbargemeinde. Und ich bedanke mich auch bei unserem Kantor Reinhard Eggers, der die Gemeindelieder begleitet. Wir beginnen den Gottesdienst mit dem Psalm 118, der auf Ihren Gottesdienstblättern gedruckt ist. Wir beten den Psalm gemeinsam. Ich beginne und Sie antworten mit den eingerückten Versen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Lasst uns beten. Gott, es ist ein Beweis deiner Gnade, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier uns versammelt haben. Danke. Erfülle unsere Welt mit deinem Geist, der verbindet, was getrennt ist, der ermutigt und tröstet und Frieden schafft. Amen.
Hört eine Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 2. Kapitel. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.
Heute ist der 100. Tag des Angriffskriegs Russland auf die gesamte Ukraine. Es ist nicht der 100. Tag des Beginns des Kriegs in der Ukraine, denn begonnen hat der Krieg schon vor 8 Jahren, als ein Aufstand im Osten der Ukraine, im Donbass, der von russischen Kräften unterstützt wurde und der im Lauf von 8 Jahren ungefähr 13.000 Tote gekostet hat und Millionen Vertriebene. Aber seit 100 Tagen haben wir einen vollen Krieg, der das ganze Land trifft und der zu Millionen Vertriebenen geführt hat und zu Millionen Menschen, die innerhalb des Landes ihre Städte, ihre Dörfer, ihre Wohnungen verlassen mussten. Und das ist eben nicht nur Anlass zur Freude, so wie es jeder Tag ist, den der Herr macht, sondern es ist Anlass zu großer Sorge. Wir haben in diesen 100 Jahren zigtausende Gefallene auf beiden Seiten, Soldaten, die sich das nicht aussuchen konnten, ob sie in den Krieg ziehen wollen. Wir haben sicher auch zigtausende tote Zivilisten in der Ukraine und in den Gebieten, die sich für unabhängig erklärt hatten. Ja, und wir haben auch neben den Geflüchteten Zwangsevakuierte aus den Gebieten, die Russland in den letzten 100 Tagen erobert hat. Wir haben immense Sachschäden, Umweltschäden, Sorge um die nuklearen Anlagen in der Ukraine, nicht nur das verunfallte Atomkraftwerk Tschernobyl, sondern auch die in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke, von denen eines inzwischen unter russischer Kontrolle ist. Wir wissen nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird und wie er enden wird. Wir sehen weltweite wirtschaftliche Auswirkungen, auch und gerade in Bezug auf den Weizenpreis, der viele Länder trifft, die an diesem Krieg weder schuld sind, noch eine Chance haben, ihn zu beenden. Und wir haben die Sorge um das Übergreifen auf weitere Länder. Und schließlich auch eine Sorge, dass Russland in irgendeiner Situation nicht nur damit droht, Atomwaffen einzusetzen, sondern das tatsächlich tut. Andererseits gibt es auch eine ganze Reihe Dinge, die uns Mut machen können. In Russland gab es vom ersten Tag des vollen Angriffskriegs Proteste, obwohl der Krieg in Russland nicht Krieg genannt werden darf, obwohl sehr schnell klar war, dass diejenigen, die protestieren, verhaftet, vor Gericht gestellt werden. Trotzdem gab und gibt es Proteste, zuletzt von 2 Abgeordneten. Es gab und gibt Hunderttausende von Russen, die das Land verlassen, überwiegend junge Männer, aber auch junge Frauen, weil sie nicht Teil dieses Kriegs sein wollen, weder als Soldaten noch als Menschen, die als Zivilpersonen einen Krieg unterstützen. Es gibt in Belarus Menschen, die sich dagegen wehren, dass ihr Land in diesen Krieg zumindest als unterstützendes Land einbezogen wird. Der Krieg war ja teilweise von belarussischem Boden aus einer Manöversituation heraus begonnen worden. Und Belarus ist auch nach wie vor Rückzugsraum, Aufstellungsraum für die russischen Truppen. Und russische verletzte Soldaten werden nicht nur in Russland, sondern auch in Belarus in Krankenhäusern und Lazaretten behandelt. Aber die Sorge, die viele zu Beginn des Krieges hatten, dass auch die belarussische Armee sich an diesem Krieg beteiligt, die ist bisher nicht wahr geworden. Und das liegt auch daran, dass trotz des autoritären Regimes in Belarus die meisten Belarussen dagegen sind, dass Belarus in einen Krieg verwickelt wird, sich aktiv daran beteiligt. Und es liegt auch daran, dass Menschenrechtsgruppen aus Belarus einen Slogan, der eigentlich aus einer ganz anderen
Situation heraus entstanden ist. Nein bedeutet Nein, auf Russisch Njet, Znatschet Njet, aufgegriffen haben und sich an Frauen gewandt haben und gesagt haben, sagt euren Männern, ihr sollt euch nicht einberufen lassen, ihr sollt nicht als Reservisten euch einberufen lassen oder wenn ihr einberufen werdet, um in den Krieg zu gehen, sagt Nein. Und das hat bisher gewirkt. Und das ist insofern auch besonders bemerkenswert, als in Belarus natürlich die gleiche offizielle russische Darstellung dieses Krieges in den Medien verkündet wird, wie in Russland selber. Und trotzdem haben wir eine andere Situation. In Russland wird geschätzt, dass zwischen 50% und 70% der Bevölkerung dem Krieg zustimmen, während in Belarus sind es deutlich weniger als 10%. Auch da sieht man, dass eben auch in einem autoritären Regime es möglich ist, sich eine eigene Meinung zu bilden und anders zu denken. Und auch das macht uns Mut. Und dazu kommt dann natürlich das, was wir auch im eigenen Land täglich sehen und viele von uns aktiv unterstützen. Auch hier an der Kirchentür hängen ukrainischsprachige und russischsprachige Sätze, weil hier offensichtlich geflüchtete Ukrainer unterstützt werden. Es sind überwiegend Frauen und Kinder, die kommen, teilweise alte Menschen, aber es kommen auch junge Männer oder jedenfalls Männer in dem Alter, in dem sie eigentlich nicht ausreisen wollen, die eben ihrer Gewissensentscheidung folgen, dass sie nicht an einem Krieg beteiligt sein wollen, auch nicht, wenn dieser Krieg eindeutig ein Verteidigungskrieg ist. Und diese Solidarität gibt es nicht nur in Deutschland, diese Solidarität gibt es in allen Ländern der EU, in postsowjetischen Ländern wie Georgien, wie Moldawien, wie Armenien, in Ländern, die nicht der EU angehören, wie der Schweiz. Und insofern ist das auch etwas, was uns Mut macht. Und als ehemalige Abgeordnete und politisch Interessierte macht mir auch Mut, dass in der Generalversammlung der Vereinten Nationen dieser Angriffskrieg mit einer sehr großen Mehrheit und ganz wenigen Gegenstimmen verurteilt wurde. Und damit klar ist, Russland steht mit diesem Krieg allein. Es gibt kein Land außer Belarus, das diesen Krieg unterstützt, obwohl es mehrere Länder gibt außer Belarus, die mit Russland in einer Verteidigungsgemeinschaft sind. Ja, was können wir in Deutschland machen, wenn wir den Aufruf des Alten und des Neuen Testamentes, sich vom Krieg abzuwenden, folgen wollen? Leider haben wir eine etwas verengte Diskussion in erster Linie um die Frage, welche und wie viel Waffen Deutschland an die Ukraine liefern kann, darf und soll. Und eine Diskussion darüber, ob man der Ukraine zutraut, diesen Krieg zu gewinnen, wobei in einem Krieg immer die große Frage ist, ob es eigentlich Gewinner gibt oder ob es nicht am Schluss nur Länder gibt, die mehr und Länder, die etwas weniger verloren haben. Jedenfalls ist das bei fast allen Kriegen auf dieser Welt so. Und was völlig klar ist, die Menschen, die in einem Krieg getötet werden, die haben wir verloren, egal wie der Krieg am Schluss ausgeht. Aber was wir tun können, neben der Aufnahme der Geflüchteten und neben ihrer Unterstützung, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie hier im Frieden zur Ruhe kommen können, dass sie ihre Ausbildung fortsetzen können, dass sie hier Arbeit finden, dass sie mit ihrer Familie hier zusammenleben können, können wir auch uns um die Menschen kümmern, die in der Ukraine als Gaststudenten, als Gastwissenschaftler waren, die dort teilweise auch Zuflucht gefunden hatten, weil sie Belarus verlassen mussten nach dem politischen Protest des Jahres 2020, und können auch diese Menschen aufnehmen und auch diesen Menschen dazu verhelfen, dass sie ihre Ausbildung, ihr Studium fortsetzen können oder dass sie hier einen sicheren Ort finden. Wichtig ist auch, weil es eben Hunderttausende gibt, die Russland im Augenblick verlassen, weil sie sich an diesem Krieg nicht beteiligen wollen, dass auch diese Menschen hier einen gesicherten Aufenthaltsstatus bekommen, genauso wie diejenigen,
die sich in Belarus einer direkten oder indirekten Vereinnahmung für diesen Krieg entziehen wollen. Dann gibt es all das, was auf diplomatischer Ebene bis hoch zu den Vereinten Nationen getan werden kann, um diesen Krieg zu beenden. Eine Kriegssituation dauert ja zum Glück nie ewig, aber die Frage ist immer, kann ein Krieg so beendet werden, dass er erstens nicht so lange dauert, dass dann irgendwann Hunderttausende oder gar Millionen Opfer zu beklagen sind. Und zweitens geht es ja darum, dass ein Krieg mit einem echten Frieden endet und nicht nur mit einem Waffenstillstand, wo mindestens eine Seite dann nur darauf wartet, irgendwann mit neuen Waffen, mit neu ausgebildeten Soldaten diesen Krieg fortzuführen. Und dafür ist Diplomatie wichtig. Diplomatie, die vielleicht im Falle Deutschlands, weil Deutschland sich aus guten Gründen so einseitig auf Seiten der Ukraine positioniert hat, von Deutschland nur hinter den Kulissen betrieben werden kann, wo Deutschland mitgucken kann, welche Unterstützung braucht der UN-Generalsekretär für seine Friedensbemühungen, welche Länder können ermutigt werden, als Vermittler aufzutreten, welche Länder können ermutigt werden, auf Russland Einfluss zu nehmen, damit Russland diesen Krieg so beendet, wie es ihn begonnen hat. Es ist aber auch möglich, dass deutsche Politikerinnen und Politiker mit denjenigen, zu denen sie in Russland vielleicht noch Kontakt haben, Kontakt aufnehmen, deutsche Friedensforscherinnen und Friedensforscher ihre Kontakte nutzen, um eben gemeinsam zu überlegen, was kann getan werden, um diesen Krieg zu beenden. Wichtig ist allerdings, wir sind nicht diejenigen, die für die Ukraine sprechen können. Wir sind diejenigen, die versuchen können zu unterstützen, die der Ukraine, der ukrainischen Regierung helfen können, Kontakte herzustellen, die vielleicht sogar für manche Gespräche einen sicheren Raum bieten können. Aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt einem anderen Land, einem Land, das überfallen worden ist, sagen können, wie es auf diesen Überfall reagiert. Was wir machen können, ist, dass wir nicht unsererseits zu einer Eskalation beitragen, dass wir auch die Auseinandersetzung mit der Minderheit, die wir in Deutschland haben, die den Angriff Russlands auf die Ukraine für berechtigt hält, konstruktiv austragen, dass wir mit Argumenten arbeiten und nicht mit moralischen Vorwürfen und dass wir ganz klar sagen, wie die völkerrechtliche Situation ist in diesem Krieg. Und wir können die Nachbarländer unterstützen, vielleicht einige eher mit Geld als damit, dass wir ihnen die Personen, die zu ihnen geflüchtet sind, abnehmen. Die Länder, die verglichen mit ihrer Bevölkerung weit überproportional Geflüchtete aus der Ukraine, aus Belarus und aus Russland im Augenblick aufnehmen. Das sind die baltischen Staaten, das sind Staaten wie Georgien, wie Moldau, Moldawien, wie Armenien in etwas geringerem Maße. Da es dort nach wie vor große russischsprachige Minderheiten gibt und viele Menschen, die Russisch als zweite Sprache sprechen, ist es für viele Menschen eigentlich sinnvoll, in diese Länder zu gehen, aber diese Länder haben aus eigener Kraft nicht das Geld, eben zigtausende, hunderttausende Geflüchtete zu versorgen, ihnen Wohnraum zu verschaffen. Auch dort könnte ein reiches Land wie Deutschland helfen. Und was wir schließlich auch tun können, wir haben ja gemerkt, wie dieser Krieg eben auch, ich glaube, von vielen unerwartete Auswirkungen hat auf den Weltmarkt für Weizen, auf den Weltmarkt für Düngemittel. Wir können den Ländern, die in Not geraten, helfen. Wir können schauen, wie wir eigentlich unsere eigene Landwirtschaft betreiben. Wir können helfen denen, die selber Getreide anbauen, aber Ernteverluste haben, weil sie nicht die notwendigen Lagerkapazitäten haben. Und wir können so für den Frieden arbeiten und
die Folgen des Krieges abmildern, ohne nur über Waffen zu diskutieren. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt, aber Deutschland ist eine Mittelmacht, vor allem eine Wirtschaftsmacht, die viel tun kann, um für Frieden und gegen Krieg sich zu engagieren. Und insofern können wir uns auch tragen lassen von dem Text, den wir eben in der Lesung gehört haben. Es ist eine über 2000 Jahre alte Vision, dass die Menschen ihre Waffen zu nützlichen Gegenständen umschmieden. Aber auch, und das ist für mich das, was eigentlich das Tollste an dieser Vision ist, dass die Menschen nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Denn ohne Menschen, die Krieg führen, gibt es keinen Krieg. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, wir bitten zu dir für alle Menschen, die Opfer von Gewalt sind, die auf der Flucht sind. Erbarme dich über sie. Erbarme dich über alle, die um eine zerstörte Heimat trauern. Erbarme dich über alle, die eine zerstörte Heimat wieder aufzubauen versuchen. Erbarme dich über alle Menschen, die gegen ihren Gewissen kämpfen und Krieg treiben. Und erbarme dich über alle Menschen, die das tun und es irgendwie mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Erbarme dich über alle, die Unrecht schweigsam zuschauen, die dir nicht folgen können in den Kampf für die Schwächere. Um all das und um alles, was uns auf dem Herzen liegt, bitten wir dich mit den Worten unseres Bruders Jesus. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst mit uns in den Garten hinter der Heilandskirche zu kommen, auf ein Glas Saft oder ein Glas Wein, ins Gespräch miteinander zu kommen über die heutige Kanzelrede und mit den anderen Mitgliedern der Gemeinde. Und nun geht in den Abend, in die kommende Woche mit dem Segen Gottes. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Amen, Amen, Amen. Thank you.
Jahr.